wer arbeitet Bundesbahn? Bundesbahn mache ich. Bundesbahn 44885, Rolle 1. Nanu, Huf. Huf, Schmied, Pferd, Bauer. Was hat er denn das mit der Bundesbahn zu tun? Ob's wieder heute Zeit, hä? Ah, heute schon noch. Auf geht's, machen wir's. Ja, also. Brav ist er. Brav. Und jung ist er nimmer. Und gut beieinander ist er auch nimmer. Wie meinst du jetzt das? Ja, schau dir doch die Füße an. Die sind total los. Ja, eine bessere Pflege braucht er halt. Deine Zugkraft. Ein Ross ist ein Ross. Und braucht eine Pflege wie ein Mensch und eine Maschine. Der D-299, einer von rund 30.000 täglich. München Hauptbahnhof. An der Lok gab's unterwegs ein kleines Problem. Nichts, was die Sicherheit gefährdet oder den Fahrplan durcheinander bringt. Flachstellen an zwei Radreifen der Lok. Sowas kann schon mal vorkommen. Die Technik hat einen Termin auf der Unterflur-Drehmaschine reserviert. Eine Spezialmaschine, ungewöhnlich wie der Name. Rollen treiben die Räder an. Die Radreifen werden abgedreht, paarweise gleichzeitig. Nach 4 bis 5 Stunden ist die Lok wieder unterwegs. Das Zusammenspiel zwischen Rad und Schiene klappt wieder, fast reibungslos. Eine kleine Serviceleistung am Rande der Schiene. Zum Service gehört auch Abgas kontrollieren, Einspritzdüsen einstellen, Bremsklötze auswechseln, eben Kundendienst. Im Bahnbetriebswerk München sind die Lokführer Kunden, die hier mehr Service erwarten als die Autofahrer in ihrer Stammwerkstatt. Und wenn sie ihr Fahrzeug zurückerhalten, soll alles wieder wie neu sein. Jeder Kunde freut sich über Reinlichkeit. Lokführer sind da keine Ausnahme. Wenn nötig, schließt dieser Kundendienst auch den Austausch eines ganzen Fahrmotors ein. Nach festgesetzten Kilometerleistungen oder regelmäßigen Zeitabständen ist eine große Inspektion vorgeschrieben. Die Eisenbahner nennen das Fristarbeiten. Diesellokomotiven müssen nach 15 Betriebstagen ins Bahnbetriebswerk. Die elektrischen nach einer Laufzeit von höchstens 30.000 Kilometern. Denn Zuverlässigkeit kommt nicht von ungefähr. Beim Eichen des Tachometers hilft moderne Technik. Die Checkliste wird Punkt für Punkt penibel abgehakt. Bekenntnis zur Verantwortung durch Unterschrift. Mehr als nur eine Formalität, wo Sicherheit über alles geht. Eine Probefahrt zum Abschluss. N, das heißt bei Eisenbahnern Nachschau. Viermal zwischen zwei Inspektionen wird bei jeder Lokomotive nach dem Rechten gesehen. Nachschau. Autofahrer sollten sie nicht vergessen. Lokführer dürfen sie nicht vergessen. Lokomotiven sind Langstreckenläufer. Sie spulen ihr Pensum nach präzisem Plan ab. Das erleichtert das Werkstatttiming. Die 218 kommt pünktlich ins BW, ins Bahnbetriebswerk. Vor wenigen Minuten fuhr sie noch einen Schnellzug. Die Inspektion wird rechtzeitig beendet sein. Planmäßig kann sie wieder in den Fahrbetrieb eingesetzt werden. Selbst ein Tauschmotor ist, wenn nötig, nach 6 Stunden eingebaut.
Wer an einer Lokomotive arbeitet, muss sie von Grund auf kennen. Und die Aufgaben, für die sie entworfen und gebaut wurde. Jede Lokomotive ist zuerst in einem Kopf entstanden. Der menschliche Geist gibt dem Stoff Form und Funktion. Der Stoff der Lokomotive ist Stahl. Stahl kann zu faszinierendem Leben erweckt werden. Die Lokomotive, ein Produkt menschlicher Erfindungsgabe. Einst zog sie unsere Welt ins Industriezeitalter. Heute hält sie die Industriegesellschaft in Bewegung. Fast 150 Jahre sind es her, seit sie den Fortschritt auf Räder setzte. Ein dicht geknüpftes Schienennetz entstand. Es durchzieht heute nicht nur unser Land wie ein Geflecht von Lebensadern, verbindet Landschaften, Städte, Menschen. Bewegung. Das Gesetz, unter dem die Lokomotive einst angetreten ist, bestimmt heute unser Leben. Moderne Industriegesellschaften brauchen Mobilität. Anschluss an den Transurbexpress 20 Saphir nach Brüssel über Berlin und Lüttich. Bis zu 50.000 Kilometer läuft eine Schnellzuglokomotive im Monat. Doch auch Lokomotiven müssen gepflegt, untersucht und gewartet werden. Frankfurt-Main Hauptbahnhof. Es könnte genauso gut Köln oder Hamburg sein. Die Wartungsprogramme sind in allen Bahnbetriebswerken der Bundesbahn gleich. 77 Arbeitsabläufe, 4,5 Stunden Konzentration. Ein eingespieltes Team. Elektronik, ein Symbol unserer Zeit, umgeben mit einem Hauch von Faszination. Hier aber nüchterne Präzisionsarbeit. Elektronik hilft beim Fahren und Bremsen, beim Messen und Überprüfen. Zum Beispiel beim Messen von Geschwindigkeit. Und beim Messen von Geräten, die ihrerseits Geschwindigkeit messen. Denn wirklich ist, was sich messen lässt. Ein Graf AW-Käfer München Wilhelm Ulrich, 82. Grüß Gott, Fahrzeugschein und Führerschein bitte. Sie sind mit 82 gemessen worden. Testfahrt. 12 heißt hier Tempo 120. Auf der Schiene wacht voll elektronische Polizei über die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Indusi, induktive Zugsicherung. Sie leitet automatisch eine Zwangsbremsung ein, wenn das Geschwindigkeitsgebot missachtet wird. Der Fahrtenschreiber dokumentiert alles, den gesamten Ablauf einer Fahrt. Eine Langsamfahrstelle mit 120 km/h, das heißt, der Lokomotivführer muss nach 1000 Meter 120 km/h fahren. Nach 500 Meter wird er geprüft, ob er noch schneller ist. Der Schornstein muss rauchen, damit die Kohle stimmt. Nüchtern ausgedrückt, nur Verkehr, der rollt, bringt Geld. Das wussten bereits die altvorderen Eisenbahner. Generation folgt auf Generation. Eine gab ihr Wissen an die nächste weiter. Keine brauchte von vorn anzufangen. Schon das erste Dampfross wurde gehegt und gepflegt. Nur nannte man das noch nicht Inspektion oder Fristarbeit. Aus den Kindertagen der Lokomotive ist technisch wenig geblieben. Geblieben aber ist die Überzeugung, dass Betriebssicherheit und Betriebstüchtigkeit Vorrang haben. Das gilt nach wie vor. Technischer Fortschritt, der sich der Tradition verpflichtet fühlt. Alles, was sich bewegt, nutzt sich ab.
Auch eine noch so hervorragend gewartete Lokomotive macht da keine Ausnahme. Doch kann man ihre ohnehin lange Lebensdauer noch verlängern durch die bahnamtliche Untersuchung. Alle 4 bis 6 Jahre oder nach einer bestimmten Kilometerleistung wird jede Lokomotive general überholt. Und dabei geht's dann auch an die Hauptbauteile. Die Lokomotive mag als Ganzes und in ihren Einzelteilen in noch so gutem Zustand sein. Hier wird sie nach Plan zerlegt und von Grund auf erneuert. Denn der Auftrag für die Techniker im Ausbesserungswerk ist eindeutig. Sie müssen Sicherheit, Zuverlässigkeit und hohe Kilometerleistung produzieren. Grundsteine für die Pünktlichkeit der Eisenbahn. AW. Das könnte auch ein Kürzel für Austauschwerk sein. Motore beispielsweise, aber auch viele andere Bauteile werden einfach ersetzt. Der lückenlose Lebensablauf jeder Lokomotive ist bekannt. Die Techniker wissen alle wichtigen Daten über Alter, Leistung, Inspektionen, Reparaturen. Arbeitsprogramm und Ablauf liegen fest, bevor der Erste an die Arbeit geht. Mit dem Tauschprogramm wird Zeit gewonnen, denn nur eine Lok, die fährt, verdient Geld. Was abgenutzt ist, muss man nicht immer gleich wegwerfen. Richtig behandelt, kann daraus ein neuer Rohstoff werden. Unser Bewusstsein für sparsamen Umgang mit Rohstoffen und Energie hat sich geschärft. In den Ausbesserungswerken der Bundesbahn wird seit Jahren danach gehandelt. Kaum ein Bauteil, das nicht wieder verwendet wird. Auch eine Form von Recycling. Die ausgebauten Teile werden aufgearbeitet und stehen dann für die nächste oder übernächste Lokomotive wieder zur Verfügung. Ein wirtschaftliches Verfahren. Was sich dreht, sollte schon rund sein. Und je runder es ist, desto besser dreht sich's. Darauf ist man schon früher gekommen. Wer der Erste war, weiß man nicht mehr. Fest steht, das Rad hat Geschichte gemacht. Unsere Geschichte. Zum Rad kam die Kraftmaschine. Die Welt wurde mobil. Spezialisierung brachte Vielfalt hervor, Auslese bestimmte den Fortschritt. Auf der Schiene setzten sich 2 Antriebsarten durch, Diesel und elektrische Traktion. Die Baureihe 218 zum Beispiel auf dem letzten Stand der Technik, aber gewiss nicht Endpunkt der technischen Entwicklung. Fortschritt, das heißt Erfindungskraft, handwerkliches Können, Präzision bis ins kleinste Detail, den erreichten Standard halten und offen sein für jede Möglichkeit, den Standard noch zu verbessern. Sicherheit muss ständig neu erarbeitet werden. Das setzt Verantwortungsbereitschaft und ein unbestechliches Gefühl für Qualität voraus. Ein Kolben für einen 12-Zylinder-Diesel, eines von rund 30.000 Einzelteilen, die es zusammen eine moderne Lokomotive ergeben. Auf jedes einzelne dieser Teile kommt es an. Ihr genaues Zusammenspiel produziert jene Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit, die einer Lokomotive außergewöhnliche Lebensdauer ermöglichen. Lokomotiven, die heute regelmäßig gewartet werden, bringen noch im Jahre 2000 zuverlässig ihre volle Leistung.
Die Lokomotive, heißt es. Die Lokomotive ist weiblich. Alles Weibliche sei eitel, sagt man. Für die eine Make-up, für die andere Rostschutz.